Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Part Nummer 69 Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword HD auf der Nintendo Switch hier auf meinem Kanal. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und ein Like, wenn euch das Video hier gefällt. Ja, wir sind ja das letzte Mal hier im Turm des Himmels angekommen und sind hier jetzt anscheinend ja am Ende, beziehungsweise diese Tür hier geht nicht auf, das heißt wir müssen anscheinend erst zurück zu dem Schalter und einen weiteren Raum verschieben, so wie es aussieht. Weil hier, wie man sieht, ist ja kein Raum. Das heißt, da kommen wir im Moment nicht durch. Ja, und der Tresomat schrieb auch noch im vorletzten Part, ja, dass ich auf jeden Fall nochmal die Herzmedaillen und so einsammeln soll, weil das hier der letzte Dungeon zu sein scheint. Und ja, nach dem Dungeon werde ich das natürlich gerne noch machen. Da werde ich natürlich so sämtliche Sachen ausrüsten. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, wie immer, für die schönen Hinweise immer. So, das heißt, erstmal gehen wir natürlich hier zurück und schauen erstmal, dass wir einen weiteren Raum verschieben. Ja, auf jeden Fall, der Dungeon ist auf jeden Fall sehr cool gemacht hier. Ich glaube, wir können auch mehrere Räume auf einmal verschieben, oder? Ja, wir können jetzt den hier oben zum Beispiel und den hier. Und da müssen wir ja mindestens einen haben, wo wir nachher auch oben dann wieder weiterkommen. Ich würde sagen, ich schiebe erstmal den hier hin. Oh, da kann man natürlich auch gleich mehrere verschieben. Das ist natürlich schon mal gut zu wissen. Die Frage ist nur, wie, kann ich den da hochsetzen? Yes. Dann würde ich sagen, schaue ich erstmal, dass ich hier so irgendwie was baue, wo wir dann auch durchkommen werden. Man könnte natürlich auch schauen, dass man erstmal hier von dort welche darüber holt irgendwie. Muss mal schauen, der hier unten müsste eigentlich dorthin. Dann könnte man hier so einen Gang rüber bauen. Jetzt muss ich mal schauen. Den hätte ich gern da hinten irgendwie. Aber den können wir ja nicht verschieben. Das ist ärgerlich. Glaube ich, schiebe erstmal so ein bisschen die Teile hier ein bisschen rum, um erstmal so einen einigermaßen guten Dungeon zu bauen, würde ich jetzt sagen. Beziehungsweise die Wege einigermaßen zu bauen. Wie soll ich denn den da unten da hinkriegen? Das ist ärgerlich. Ich könnte den ja nur hier hinsetzen. Und von hier kriege ich das ja gar nicht so rum. Das ist jetzt die Frage. Schauen wir erstmal weiter. Ich würde sagen, ich setze zumindest irgendwie. Ja, der muss ja eigentlich dahin. Normalerweise. Wenn ich jetzt den hier dahin setze, geht das zum Beispiel nach rechts. Man könnte natürlich rein, dann müsste man hier rein erstmal den Raum durchsuchen. Das wird, glaube ich, ein bisschen komplizierter hier im Dungeon. Und ein bisschen ärgerlicher, glaube ich. Aber ich würde natürlich lieber erstmal so ein paar Räume verbinden. Beziehungsweise man könnte natürlich jetzt auch hier den setzen und die beiden Räume durchsuchen. Da wäre jetzt halt zum Beispiel das erste Triforce-Symbol. Und hier in diesem Raum, da ist ja eigentlich nichts hier in dem. Aber da müssten wir natürlich wieder zurück. Das ist jetzt natürlich die Frage. Also den da unten kriege ich da irgendwie nicht weg. Das ist ärgerlich. Ich möchte natürlich eigentlich am liebsten ja mehrere auf einmal setzen. Aber ich würde sagen, ich mache das erstmal so. Ja, und hol mir in dem Sinne hier oben das erste Triforce-Dreieck hier. Würde ich jetzt sagen, weil das da unten links kriegen wir irgendwie nicht da weg. Ich habe keine Ahnung. Ja, machen wir das erstmal so, würde ich jetzt sagen. Schauen wir erstmal. Damit das erstmal ein bisschen weitergeht hier. Und ich den unten links in der Ecke das Ding da nicht wegbekommen. Das heißt, da müssen wir nur immer hier durch. Aber das jetzt ja hier geöffnet haben, da müssen wir gar nicht mehr rechts rum und können direkt hier in den nächsten Raum. Oh, sehr, sehr geiler Soundtrack. Gefällt mir. Ja, jetzt sind wir ja hier. Hier ist sogar so ein X noch auf dem, auf der Ebene. Und da oben, wie gesagt, da kommen wir ja gleich dann hin. Und hier haben wir anscheinend auch wieder mit der Zeit, beziehungsweise hier die Kugeln der Zeit.
Okay, okay, okay. Ja, die Gegner lasse ich erstmal ein bisschen außer Acht hier. Und schau erstmal, dass wir hier weiterkommen. Beziehungsweise immer ein bisschen auf die Karte schauen. Oh. Ja, so dass wir natürlich weiterkommen. Da wäre ein Schalter da drüben. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, ich stelle erstmal die Kugel hier hin. Ja, und kletter erstmal hier die Leiter hoch. Ja, die Kugeln müssen wir natürlich jetzt erstmal da unten lassen. Ich glaube sogar, wir müssen die hier so links am Rand legen. Schauen wir mal. Ich würde jetzt sagen, hier so absetzen. Ah, gefährlich hier mit dem Flugroboter hier. Ja, Tatsache, jetzt kommen wir da zumindest an den Schalter ran hier. Nice. Heißt, wir können da unten den Schalter aktivieren. Ja, gehen wir natürlich erstmal wieder runter. Und schauen erstmal hier. Okay, da würde sich das hier irgendwie öffnen. Aber da kommen wir so ja nicht durch, ne? Okay, okay, okay. Oh. Dann würde ich sagen, schaue ich erstmal oben weiter. Was wir hier denn noch haben. Okay. Das wäre ja eigentlich nur hier die Treppe in dem Sinne. Ich glaube, das ist erstmal noch nicht nützlich. Beziehungsweise, doch, ich glaube, wir müssen die Kugel dadurch transportieren. Kann das sein? Schauen wir mal. Dann nehme ich mal die Kugel hier. Ja, Tatsache, die müssen wir da durchwerfen. Okay, okay, auch nice gemacht auf jeden Fall. Und schon fährt die Kugel hier hoch und kommt natürlich hier einmal wieder durch. Ja, nice. Das heißt, wir können natürlich jetzt auch hier durch. So, hier wäre auf jeden Fall noch ein Schalter an der Wand. Der aber nach unten runter ist schon irgendwie. Okay, okay, okay. Erstmal schaue ich natürlich hier. Da wäre übrigens wieder eine Schalttafel. Okay, okay. Die X hier, die Kreuze, sind also Tafeln. Okay, okay. Das ist natürlich schon mal nice. Das heißt, man kann nicht nur im ersten Raum die Dungeon hier verschieben, sondern auch hier, also in anderen Räumen. Ja, der Schalter hier, den lasse ich erstmal außer Acht, würde ich sagen. So, hier kann man anscheinend nur ohne Kugel durch. Das heißt, ich schaue erstmal kurz hier, was ich hier tun würde. Okay, okay, dann wird sich das Ding hier öffnen. Okay, okay, okay. Sehr mysteriös, der Dungeon hier. Aber nice auf jeden Fall. Ich schaue erstmal hier unten runter, würde ich sagen. Aber ich glaube, hier ist nichts. Von hier kommt man nur wieder hoch, wenn man jetzt runterfällt. Zumindest sieht das im Moment so aus. Okay, ja, dann gehen wir natürlich direkt hoch wieder. Und schauen, dass wir hier mit dem Krug das Teil erstmal so ein bisschen darüber bekommen. Ich glaube, das müssen wir sogar, ja, jetzt muss ich erstmal schauen. Ich glaube, ich lege die Kugel erstmal hier so hin. Fahr hier erstmal so ein bisschen, ja, rüber. Und dann müssen wir ja eigentlich da drüben gleich rüber. Schauen wir mal. Aber wie soll ich dann wieder auf die Plattform kommen? Das ist natürlich die Frage. Obwohl, ich könnte das natürlich hier mit dem Krug, ja, wieder ein bisschen anpusten. Ja, irgendwie will er nicht, oder? Jetzt zurück sollst du nicht. Yes, einmal durch da, komm. Yes, das ist natürlich schon mal sehr gut. Das heißt, ich kann vom Schalter wieder runter. Die Frage ist jetzt nur, ja, super, wie soll ich denn da drüben rüberkommen? Ich bin ja gar nicht mehr auf der Plattform hier. Oder hätte ich die Kugel hier drauflegen müssen auf dem Schalter? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube ja, oder? Ich glaube, ich puste das Teil erstmal ein Stückchen weiter, weil da oben
Ah, okay, okay. Da oben ist nämlich auch noch was. Das heißt, da können wir gegenschießen. Ah, okay, okay, okay. Das heißt, das war alles auf jeden Fall schon mal richtig hier. Ja, sehr nice. Und hier können wir natürlich den Schalter einmal aktivieren. Okay, dann öffnet sich das Teil da. Beziehungsweise hat es sich eben geöffnet, ne? Okay, okay. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt ja hier wieder rüber mit der Kugel. Schauen wir erstmal hier weiter. Irgendwo war ich hier gerade schon wieder bockblind. Und ich denke mal, hier müssen wir auf jeden Fall die Kugel wieder reinwerfen. Okay, okay, okay. Was haben wir hier noch? Hier ist auch irgendwas. Aber noch verschlossen bzw. versperrt. Ja, Terminal hau ich natürlich direkt weg hier. Und hier ist sogar noch ein Schalter. Ich glaube, den müssen wir sogar mit der Peitsche schnell machen. Ah, okay, da fährt er links, rechts. Ah, okay, okay, okay. Ich sehe auch, da oben sind Mechanismen. Muss man, glaube ich, öfters machen, so wie es aussieht. Ja, schauen wir erstmal bei dem hier, würde ich sagen. Dann bei dem. Und dann können wir das Ding ja wieder rechts rum machen. Anscheinend. Wenn das dann klappt. Hä? So, einmal nach rechts. Genau, okay, okay, okay. Das heißt, ich muss anscheinend erstmal abwarten wieder. Drei Stück sind da oben ja noch. Auf jeden Fall sehr nice gemacht hier. Und da rechts ist sogar, glaube ich, so ein Schalterkasten. Womit wir den Dungeon wieder ein bisschen verschieben können. Ja, jetzt ist der Turm da noch und nervt natürlich. Ja, nice, nice, nice. Das heißt, wir haben hier den nächsten Schalter. Und den hier, würde ich sagen, metzel ich erstmal weg. Damit er nicht weiter nervt hier. So. Ja, Kugel kann ich natürlich wieder rausholen. Da haben wir die schon mal hier auf der Seite. So, okay, okay, okay. Ich würde sagen, die lege ich erstmal hier ab, oder? Da geht es sogar noch weiter durch. Beziehungsweise, da, ach so, das geht hier direkt dann durch zur Tür hier, wo wir waren eben am Anfang. Und wir haben jetzt hier den nächsten Schalter. Okay, okay, okay. Das heißt, erstmal könnten wir natürlich dort oben in den Raum rein. Bevor wir das jetzt weiter verschieben hier, würde ich sagen, ja, würde ich sagen, schaue ich erstmal hier durch. Und die Kugel können wir, glaube ich, nicht mitnehmen, ne? Ja, bevor wir das verschieben, wie gesagt, schaue ich natürlich erstmal hier rein. Okay. Nice, der Raum gefällt mir. Vor allem hier der Eingang und Ausgang. Ist sehr cool gemacht. Hier brauchen wir anscheinend einen Schlüssel. Ich schaue erstmal kurz hier hinten nochmal. Und hier in dem Raum ist er auch das erste Triforce-Dingens. Beziehungsweise hier vorne ist das anscheinend. Bitte Sie, Gebieter. Dieses Wappen auf dem Boden ist das Wappen von Farore. Ich spüre die Macht des Triforce, die davon ausgeht. Ich schlage vor, durch diese Tür zu gehen, um das heilige Wappen zu erreichen. Ja, durch diese Tür, da kommen wir aber im Moment noch nicht, weil wir noch keinen Schlüssel haben. Auf jeden Fall wäre das das erste Triforce, das erste Wappen in dem Sinne. Ja, schauen wir erstmal hier rum. Und hier könnten wir ja durch, aber geht natürlich im Moment nicht. Dann müssen wir die Räume erst verschieben. Okay, okay, okay. Das heißt, erstmal müssen wir natürlich hier einen Schlüssel haben für diesen Raum. Okay, okay, okay. Ja, das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit dem Schalter nochmal ein bisschen experimentieren. Auf jeden Fall sehr cool gemacht, der Dungeon gefällt mir. Das erinnert mich auch an Link's Awakening, das Remake auf der Switch, wie ich ja schon mal gesagt hatte im letzten Part. Wo man auch selber so die Dungeons bauen kann, was auch sehr cool ist. So, wir sind jetzt hier in dem Raum, genau. Das heißt, wir könnten sogar hier
das Teil da unten rechts verschieben. Es ist nur die Frage, wie verschiebe ich das erstmal? Das Ärgerliche ist ja, dass wir hier jetzt in dem Raum verschieben. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Moment, ich schaue erstmal, dass ich hier unten den da rauskriege. Weil den Eingang hier, den können wir jetzt ja erstmal verschieben. Würde ich jetzt sagen, oder? Da haben wir nämlich unten links die Ecke schon mal einmal raus hier. So. Jetzt könnte ich natürlich auch schauen, dass wir von dort das hier so bauen erstmal, oder? Obwohl der hier oben müsste eigentlich da unten hin. Moment, das können wir erstmal, glaube ich, ein bisschen verschieben noch hier. Ja, müssen wir den Dungeon erstmal so ein bisschen zurechtbauen. Auf jeden Fall sehr cool gemacht, finde ich. So, den noch hier runter. Und nochmal alles ein bisschen weiter verschieben. Ja, ich würde sagen, ich schiebe das so lange, obwohl... Hätte gern den hier unten in der Ecke. So in dem Sinne, dass wir den hier eigentlich da runter. Das ist aber ärgerlich, jetzt kriege ich den da nicht runter. Muss erstmal ein bisschen weiter schauen. Das ist ärgerlich. Und einigermaßen kompliziert. Da muss man natürlich erstmal schauen. Das ist sogar sehr ärgerlich. In dem Raum hier oben rechts konnte ich ja... Ne, da konnten wir nichts verschieben. Ich kann natürlich nochmal kurz auf die Karte schauen. Weil da sehe ich ja die Kreuze. Genau, da wäre auch noch ein Kreuz in dem Raum. Und hier in dem. Das heißt, ich könnte ja eigentlich diesen Dungeon hier rüberholen nach rechts. Weil da wäre noch ein Schalter. Okay. Ja, würde ich sagen, machen wir das so. Wenn ich das dann hinkriege hier. Das ist ärgerlich. Ich muss irgendwie den da rüber kriegen. Ich glaube, das wird so nichts, wie ich mir das gerade vorstelle. Das könnte noch ein bisschen komplizierter werden, glaube ich. Das ist sehr ärgerlich. Ja, man könnte natürlich auch ein bisschen alles so verbauen und nachher später in einem anderen Raum. Das irgendwie so hinbauen, dass wir da so hochkommen. Aber da muss ich erstmal wirklich schauen. Das ist teilweise irgendwie ein bisschen komplizierter gemacht. Jetzt könnte man natürlich hier so rumrennen. Jetzt schaue ich mal kurz auf die Karte. Da wäre auf jeden Fall jetzt auch nochmal eine Position zu verschieben. Ich glaube, ich lasse das erstmal so, renne hier runter. Weil hier jetzt ein neuer Schalter ist. Genau, genau. Und in dem Raum war man natürlich auch noch nicht. Das heißt, da müssen wir nur hier wieder durch. Unten. Das heißt, einmal ganz zurück hier. Wo ist die Kugel dann? Da hinten liegt die. Ja, die brauche ich auf jeden Fall irgendwie. Das kommen wir ja nicht durch die Türen teilweise. Wenn ich jetzt mal schaue, obwohl hier ist die eine Tür, wo ich eigentlich erstmal durch wollte. Auf jeden Fall ein bisschen komplizierter der Dungeon durch das Verschiebungssystem. Aber sehr, sehr geil gemacht, muss ich sagen, nochmal an der Stelle. Gefällt mir, gefällt mir. So, jetzt rennen wir natürlich durch. Da haben wir da den Schalter und einen weiteren Raum, den wir jetzt noch nicht kennen. Heißt, man muss alles so ein bisschen zurecht rücken in dem Sinne. So, schauen wir mal, jetzt sind wir hier. Und hier haben wir natürlich auch wieder ein Schalter-Dings. Das da war der erste Raum. Der könnte sogar eigentlich verschoben werden. Okay. Der oben rechts, da kommen wir natürlich nicht weiter. Ja, muss man natürlich alles ein bisschen im Überblick behalten hier. Und hier wäre der nächste Schalterkasten, womit wir den Dungeon weiter verschieben können. Und da unten können wir anscheinend durchkrabbeln hier. Okay.
Ja, schauen wir erstmal hier zum Buschen. Jedenfalls sehr mysteriös. Ich glaube, da müssen wir sogar direkt durch. Wenn ich nochmal auf die Karte schaue, ich glaube, die Ebene, dieser Raum hier in dem Sinne, könnte noch ein bisschen schwieriger werden. Das geht einmal links rum. Und da müssen wir anscheinend eine Bombe durchwerfen oder so. Ja, da haben wir sogar Donnerblumen hier in dem Raum, okay. Falls man keine mehr hat, haben wir hier welche. Ah, okay, okay, okay. Ja, das heißt, da rollen wir natürlich direkt einmal eine durch. Und schauen mal. Yes! Das heißt, wir können direkt weiter krabbeln. Und schauen, was wir hier haben. Ja, ein riesen Slimy auf jeden Fall. Der uns metzeln möchte. Und da müssen wir anscheinend durch. Und ich denke mal, dadurch können wir dann gleich unten unterirdisch das eine Tor verschieben. Ja. Dann müssen wir hier nur gegenhauen. Dann ist das Tor oben geöffnet. Und hier kommen wir erstmal nicht durch. Okay, okay. Ja, das heißt, wir können auf jeden Fall erstmal wieder zurück, da das Tor geöffnet ist. Ja, nice, nice, nice. Ich glaube, der Dungeon wird auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller, wegen dem ganzen Verschiebesystem von den Räumen hier. Aber, wie gesagt, sehr cool. So, was haben wir da? Da ist ein Exhalfoss noch hier. Natürlich ein Flinker, oh mein Gott. Sehr flink sogar. Aber weggemetzelt. Und da müssen wir anscheinend eine Bombe reinwerfen. So, schauen wir erstmal, was wir hier haben. Okay, okay, okay. Oh, dann würde ich sagen, hau hier erstmal eine Bombe da oben rein. Und ein Kristall zum Aktivieren. Okay, okay, okay. Ja, machen wir direkt. Was hat das jetzt gebracht? Da wurde auf jeden Fall nichts angezeigt. Okay, und hier wäre noch ein Raum und eine Tafel. Finde die leuchtenden Steine. Schlage den untersten zuerst. Nur so öffnet sich das Tor. Den untersten Raum. Oh, okay, okay, okay. Den untersten zuerst schlagen. Das heißt, unten, wo ist hier unten dann einer? Ja, sonst rutschen wir hier erstmal runter, würde ich sagen, oder? Obwohl, nee, hier müssen wir nicht runterrutschen. Hier müssen wir anscheinend eine Bombe runterkullern. Kann das sein? Denke ich mir zumindest. Ja, nehme ich natürlich direkt eine neue. Ich denke mal schon, dass wir, ja, dass wir die hier so lang rollen müssen. Ah, fast in dem Sinne. Ja, rollen wir natürlich direkt die nächste hinterher. Yes, die ist direkt reingegangen beim zweiten Versuch hier. Und da ist der Kristaller. Erst den untersten. Jetzt haben wir erst den obersten geschlagen eigentlich nur. Rollen wir direkt nochmal einen hinterher. Obwohl, das können die natürlich auch mit dem Pfeil beschießen, das Ding. Wenn ich jetzt mal schaue. Und den da unten soll man dann zuerst schlagen eigentlich. Ja, hat natürlich nichts gebracht. Das heißt, ich glaube, wir müssen aus dem Raum nochmal schnell raus hier. Und erneut rein. Weil dann sind die Schalter ja wieder so wie vorher, denke ich mir mal. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Und dann natürlich den untersten zuerst aktivieren, so wie es auf der Tafel steht. Ja, die Slimies nerven natürlich wieder hier. Und er hier natürlich auch wieder da. Super. Aber den metzeln wir nochmal weg. So. Das heißt, erst den unteren. Und dann natürlich den anderen hier. Ja, super. Keine Pfeile mehr.
Okay. Das hat sich aber nicht geöffnet. Wie jetzt? Hä, das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Den untersten zuerst schlagen, haben wir gemacht. Oder ich übersehe hier irgendwas. Kann das sein? Oder weil ich zweimal drauf gehauen habe? Hä, das kann doch gar nicht sein. Den untersten zuerst. Ich renne hier einfach mal durch. Mal gucken, was hier ist. Ah, in dem Raum können wir irgendwie sogar da hinten hochklettern. Da war sogar Efeu. Das möchte ich mir natürlich nochmal anschauen. Muss da aufpassen, dass ich genau hier lande, genau. Okay, okay, okay. Das heißt, hier können wir hoch. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Okay, okay, okay. Die Bäume können wir anscheinend auch irgendwie wegmetzeln. Da sind sogar noch Donnerblumen da drüben irgendwie. Aber wir haben ja den untersten eben zuerst geschlagen. Oh, das muss ich nicht verstehen, oder? Ich habe keine Ahnung. Hier die Bäume kann man irgendwie auch beseitigen. Ich denke mal mit dem Himmelsstrahl seitwärts. Yes. Aber da ist ja nur die Bombe. Und die hat da auch irgendwas zu sagen für den Greifkäfer, denke ich nochmal. Dann müssen wir anscheinend da hinten noch irgendwas machen. Okay, okay, okay. Ja, schauen wir erstmal hier. So, die Bombe könnten wir jetzt mit dem Greifkäfer da hinten anscheinend rüberschleppen, oder? Ja, da müssen wir die Bombe reinwerfen. Okay, okay, okay. Das heißt, dann sind hier doch noch mehr Schalter anscheinend. Ja, würde ich sagen, holen wir uns direkt einmal die Bombe. Da muss er natürlich schauen. Hinabblicken mit ZL. Ah, okay. Das heißt, ich muss erstmal nochmal die restlichen Bäumchen da wegmetzeln. Ich glaube, sonst wäre das nichts. So. Das heißt, nochmal mit dem Greifkäfer hier entlang. Ja, dann kann ich das ja so reinwerfen gleich da in dem Sinne. Yes. Und Tatsache, da ist noch ein Schalter. Okay, okay. Und den untersten zuerst. Das heißt, ja, wir müssen anscheinend doch nochmal raus aus dem Raum. Jetzt habe ich aber keine Pfeile mehr. Ja gut, ich könnte mit dem Käfer natürlich auch dahin fliegen. Und das Teil dann aktivieren, ja, anders wäre das, glaube ich, nichts in dem Raum hier. So, das heißt, nochmal rein erneut. Dann müssen wir natürlich den Exalfoss wieder ein bisschen beseitigen, da der ja ein bisschen nervt da hinten an der Ecke. Hier werden noch Töpfe, schau mal kurz. Yes, hier sind sogar Pfeile. Ja, metzeln wir ihn hier sonst nochmal mit weg hier. Ja, super, jetzt hat er mich sogar noch gekriegt hier mit seinem komischen Zeug. Auch nicht schlecht. Ja, oder so. Er rennt sogar automatisch in die Lava. Auch nicht schlecht. Also den untersten sollen wir zuerst machen. Ich denke mal dann den anderen rechts. Und dann den hier hinten hinter uns jetzt. Ich würde sagen, da fliege ich dann mit dem Greifkäfer hin, oder? Och nö, jetzt sind die Bäume auch wieder da. Das heißt, das geht gar nicht. Dann muss er erst wieder darüber, oder? Weil das ist ja ärgerlich. Das heißt, erstmal wieder hier hin. Da kann man sogar direkt so durchrennen. Okay. Ja, dann müssen wir erstmal die Bäumchen wieder weghacken in dem Sinne. So, einmal weg. Dann erstmal den, würde ich sagen, oder?
Und dann den letzten da hinten, wo wir eben waren. Schauen wir mal. Und jetzt müsste es ja eigentlich klappen. Aber ich glaube, es tat sich nichts. Die haben sich aber wieder aktiviert. Okay. Das heißt, erst den untersten, denke ich mir mal, hier. Jetzt haben wir ja nur noch diese eine Kombination in dem Sinne. Dann diesen hier. Und dann den einen da hinten. Da müssen wir natürlich erstmal wieder hier durch. Ja, eine weitere Kombination wird es ja nicht geben. Der erste, den unteren. Okay. Ja, jetzt haben wir noch den hier. Das heißt, nur diese Kombination. Schauen wir mal. Yes, die war sogar richtig, die Kombination. Das ist natürlich schon mal sehr cool. Das heißt, jetzt können wir endlich da durch. Okay, und hier wäre dann das nächste Loch. Dann schauen wir hier mal. Dann können wir da rechts... Okay. Anscheinend die Bombe einmal durchkicken. Dann kommen wir da ja wieder durch, beziehungsweise von hier da so runter. Schauen wir mal. Ach, kann das sein, dass das Tor wieder zurückgeschoben werden muss? Ich denke mal ja, oder? Ich schaue jetzt erstmal hier durch. Obwohl, warum müssten wir das Tor wieder zurückschieben? Ich denke mal nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ja hier das Ding noch aktiviert. Ach, da hinten ist auch noch eine Tür. Muss man mal auf die Karte schauen. Von der Seite irgendwie kommt man von oben dann rein, oder wie? Das ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger hier in dem Raum, merke ich gerade. Da müssen wir nochmal schauen. Da kommt man dann anscheinend nur von dort oben so rum und dann da rein. Ich glaube, der Raum wird auf jeden Fall schwieriger zu machen in dem Sinne. Ich würde aber sagen, im nächsten Part geht es natürlich weiter. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich ein Abo, wenn ihr neu seid auf dem Kanal. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Nobeldecker86. Ciao.